Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Angekommen sind wir jetzt schon im Juli und es ist gefühlt schon ganz schön verrückt, dass das erste halbe Jahr des Jahres auch schon wieder rum ist. Wahnsinnig, wie ich sage jetzt mal so, die letzten 4-6 Wochen wirklich geflogen sind. Ich glaube, dass sich die nächsten 3-4 Wochen ein bisschen ziehen werden, weil ich ja kurz vorm Urlaub im August stehe. Und es ist ja tatsächlich sehr oft so, dass, wenn man sich auf was freut und was hinfiebert, das dann ein bisschen länger dauert. Ja, eine wettertechnisch ganz schöne sommerliche Woche, die mir auch ganz gut gefallen hat. Abends war es ein bisschen kühler, nicht so ganz zum Raussetzen, aber zumindest am späten Nachmittag, frühen Abend konnte ich die Zeit draußen noch genießen und das habe ich definitiv auch getan. Mal mit Buch, mal mit Hörbuch, auch einfach mal nur mit Musik. Dann gab es die neue Staffel von Stranger Things und auch die wurde weggesuchtet. Dazu möchte ich später auch ein bisschen was erzählen und ich habe auch mit Downton Abbey weitergemacht. Und es liegen jetzt 4 Bücher, nein, sie liegen nicht da, es liegen nur 2 von 4 Büchern da. Aber in der Woche wurden 4 Bücher gelesen und gehört und wir fangen wie immer mit den Büchern an. Das erste Buch der Woche ist das relativ neue Buch von Michelle Schrenk, Irgendwo hinter den Wolken. Das vorletzte Buch, soweit ich jetzt weiß. Das neue Buch ist ja ein Sommerbuch mit Anna Winter. Das möchte ich jetzt in der Woche, lese ich jetzt aktuell, das seht ihr dann in der nächsten Bücherwoche. Dann habe ich gehört von Janne Mommsen, Mein wunderbarer Küstenchor. Es ist so ein klassischer Wohlfühlroman, der an der Ostseeküste mehr oder weniger irgendwie spielt. Dann habe ich zu Nebelwind gegriffen von Marleen May. Ein Buch, was mich ja vom Cover also absolut gecatcht hat und ich mich sehr gefreut habe, dass ich das bei Lovely Books gewonnen habe. Und als letztes dann Samstag, beziehungsweise eher am Sonntag, habe ich dann noch gelesen Das Mädchen, das in der Metro las von Christine Ferré-Fleury. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ich bin jetzt nicht die französisch Begabteste, aber das Buch hat bestimmt auch schon der ein oder andere gesehen. Wir fangen aber wie immer chronologisch mit den Büchern an, wie ich sie in der Woche sozusagen beendet habe. Und das erste Buch ist Irgendwo hinter den Wolken von Michelle Schrenk. Ich bin ein großer Fan der Bücher von Michelle Schrenk, denn sie schafft es für mich, so Liebes-, Lebensgeschichten mit so ein bisschen einem Schicksalsschlag, mit Tiefgang, mit Emotionen zu erzählen. Und das macht sie wirklich gefühlt wie kaum eine andere. Und sie catcht mich eigentlich immer wieder mit tollen Covern, mit einer tollen Story und mit ihrem wirklich sehr gelungenen Schreibstil. Ich bin tatsächlich jemand, der kaum noch einen Klappentext liest von Autoren, wo ich eben sowieso weiß, dass ich die Bücher lesen werde. Und so habe ich mir Irgendwo hinter den Wolken auch ohne irgendeine Art von Klappentext lesen geholt und war einfach gespannt, was mich erwartet. Ich muss natürlich echt sagen, das Cover ist wirklich ein Träumchen. Diese dunklen Wolken mit dieser goldenen Schrift und ich muss echt sagen, es schreit förmlich danach, eigentlich ins Regal zu wandern. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Bücher von Michelle schon in echter Form hier und das könnte ich mir bei dem Cover durchaus vorstellen. Aber nur bei dem Buchcover. So viel muss ich jetzt schon so ein bisschen vorerzählen. In der Geschichte geht es um Sophie, die in einer sehr extrem gewaltvollen Partnerschaft lebt. Und als sie irgendwie mal im Krankenhaus ist, findet sie eine Freundin, eine ältere Frau, die schon krank ist. Und sie teilen sich so ein bisschen ihre Sorgen. Und Sophie hat hier das Gefühl, so ein bisschen einen Anker zu finden. Allerdings stirbt diese besagte ältere Dame und Sophie macht sich so ein bisschen ihre Gedanken dazu, dass sie jetzt eine Woche nicht da war, weil sie auch irgendwie verletzt war und irgendwie halt das verpasst hat. Doch sie trifft auf die Schwester von der alten Dame und die bietet ihr an, mit nach Nürnberg zu kommen, wo sie eben auch wohnt, weil ihr die Schwester eben doch ein bisschen was von Sophie erzählt hat. Und Sophie will aber eigentlich nicht so richtig ihr Leben, wie es ist, verlassen, denn sie liebt ihren Partner und glaubt auch, dass er sie liebt und dass diese Gewalt und Ausbrüche immer nur halt so gegeben sind und dass sich das schon mal ändert. Doch es passiert dann etwas und extremer als sonst und Sophie nimmt die Chance wahr, packt ihren Hund ein und fährt mit nach Nürnberg und beginnt da so ein bisschen ein neues Leben. Das Alte lässt sie aber nicht so richtig los und das Dunkle holt sie doch immer mal wieder ein, denn irgendwo hinter den Wolken wartet vielleicht doch
was auf Sophie. Ich möchte gar nicht so viel mehr zur Geschichte an sich erzählen, weil es ist schon eine sehr extreme Geschichte. Und das ist tatsächlich auch mein großer Kritikpunkt. Ich erwarte nicht immer Sonnenschein und Freude und alles ist gut in Büchern. So ist das Leben nicht. Ich lese auch Thriller. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn schlimme Dinge passieren. Denn auf der Welt passieren bestimmt mehr schlimme Dinge als gute Dinge. Aber jetzt kommt das große Aber und alles vor einem Aber, ne? Oder wie ich sagte schon, Ned Stark erzählt nicht. Das Problem ist aber, wenn ich zu einem Buch greife, und in dem Fall weiß ich, dass es bei Michelle Schrenk immer ein bisschen Schicksale gibt, die schon ein bisschen aufwühlen, aber ich erwarte irgendwo einen, ja, Sonnenschein-Roman mit Tiefgang. Ich möchte es jetzt einfach mal so titulieren. Und dieses Buch hat mich irgendwie total getroffen. Nicht, dass ich selbst groß mit extremen Partnerschaften Erfahrung hätte an mir selbst, also muss man auch gar nicht wahrscheinlich können, aber ich fand es an mancher Stelle einfach viel zu extrem. Es gab Szenen, die ich unglaublich heftig fand, die mich total überrascht haben, mit denen ich nicht gerechnet habe, die mich einfach so, ja, wirklich kalt erwischt haben, wo ich überhaupt nicht gedacht habe, dass das irgendwie in so einem Buch von Michelle steckt. Und das hat mich wirklich immens gestört, das muss ich ehrlich so sagen. Nicht, dass es das gibt und dass man das nicht schreiben sollte. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe es einfach überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe es nicht erwartet, dass es in expliziter Form wirklich hier zu dieser häuslichen Gewalt kommt und ja, einfach alle Welt gefühlt irgendwie zuschaut. Also ich weiß irgendwie nicht, ja, es wird sowas geben. Ich verstehe es tatsächlich nicht, dass Freunde da zuschauen, dass Familie da zuschaut, dass das immer so hingenommen wird und dass man immer im Grunde dem Opfer die Schuld gibt. Ich weiß nicht. Ja, das ist was mich auch in dem Buch sehr gestört hat. Ich hätte, glaube ich, mir einfach auch ein paar starke Nebencharaktere gewünscht, beziehungsweise kamen die dann natürlich ein bisschen später. Zudem muss ich einfach sagen, ich bin da einfach sehr unschlüssig und sehr hin und her gerissen, was das Buch angeht. Denn zum einen hat man hier diese Gewalt, man hat dann aber irgendwie doch sehr wenig Emotionen. Also es kommt durchaus vor, dass ich bei Michelle Schrenk immer mal weine, dass ich viel lache, dass ich wirklich so ein Tränchen im Auge habe und da hupt jemand. Aber das hatte ich hier irgendwie nicht. Es hat sich irgendwie sehr kühl angefühlt, sehr distanziert. Und vielleicht war das tatsächlich Absicht, um das Thema nicht zu nah rankommen zu lassen. Aber bei leichteren Themen hat es Michelle geschafft, mich emotional total zu packen und mitzunehmen. Und bei diesem sehr ernsten Thema hat sie es irgendwie nicht geschafft. Zudem war es manchmal für mich wirklich unerträglich, das zu lesen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es einfach nicht mein Thema ist. Ich weiß aber auch nicht, wessen Thema das sein könnte. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass auch Betroffene dazu gerne greifen, um den Hoffnungsschimmer vielleicht denken, es wird dann schon alles besser. Auch mich trifft das mal. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, also ja, man liest auch einen Thriller und da wird jemand gequält und keine Ahnung, aber dann lese ich halt einen Thriller. Und wenn ich irgendwie eine Ahnung habe von so einer Liebesgeschichte, dann erwarte ich halt nicht so viel Brutalität. Und es war dann schon an mancher Stelle auch des Zufalls zu viel. Das war dann auch sehr unrealistisch. Und ja, das ist durchaus bei Michelle Schrenk immer mal so, dass sich Dinge einfach so ergeben. Aber sie waren immer irgendwie greifbar. Und das waren so schöne Zufälle. Und hier waren es dann aber der Zufälle einfach zu viel. Und ja, ihr merkt, ich bin irgendwie unschlüssig, wie mir dieses Buch gefällt, wie ich es irgendwie finden soll. Ich weiß nicht, ob ich einfach das Thema an und für sich nicht gut gewählt finde und vielleicht auch einfach von ihr nicht gut gewählt finde und auch nicht richtig gut umgesetzt. Ich weiß es nicht. Also ich bin irgendwie unschlüssig und war alles in allem aber schon wirklich sehr enttäuscht von diesem Buch. Auch, dass es eben so wenig Emotionen, außer, gut, jetzt wenn man natürlich sagen kann, man ist irgendwie vor Brutalität ergriffen und man ist auch irgendwie so fassungslos, ist das natürlich auch eine Emotion, aber eigentlich keine Emotion, die ich haben möchte, wenn ich ein Buch von Michelle Schrenk lese. Also man sollte definitiv schon vorsichtig sein und ich habe jetzt auch letztens mal so über Triggerwarnungen und so gesprochen und ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Aber irgendwie so ein Hinweis hätte ich vielleicht, wobei hätte ich ihn gelesen, weiß ich jetzt nicht.
Aber ja, ja, es fällt mir wirklich schwer, weil ich sonst die Bücher von Michelle wirklich sehr mag und ich, wie gesagt, jetzt auch ihren Sommerroman mit Anna Winter angefangen habe. Und ja, irgendwie war es für mich kein Michelle Schrenk. Ich kann natürlich verstehen, dass sie vielleicht auch mal was anderes machen wollte, aber dann hätte es für mich auch nicht so aussehen dürfen wie ihre anderen Bücher. Also, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Aber ja, es wird, glaube ich, jetzt von der Begründung auch nicht besser, umso länger ich irgendwie vor mich hin so stottere. Ja. Parallel dazu habe ich dann in dieser Woche schon, ziemlich zeitgleich zu Beginn zumindest begonnen. Mein wunderbarer Küstenchor von Janne Mommsen ist jetzt, glaube ich, mein 4. Roman des Autors, ich glaube. Und ich bin auch hier total natürlich so im Wohlfühl-Feeling gewesen. Ich habe mir auch das Hörbuch geholt. Gab es für einen halben Gutschein bei Audible. Da kann man auch immer mal die Augen offen halten. Und ich bin immer wieder begeistert, wie man es so schafft, mich so ein bisschen abtauchen zu lassen und mir so ein wohliges Gefühl zu geben. Das Buch ist, glaube ich, schon letztes Jahr oder vor 2 Jahren erschienen, nur das Hörbuch ist jetzt sozusagen aktuell bei Audible erhältlich gewesen und jetzt habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wie die Sprecherin hieß. Sie hat auf jeden Fall gut gesprochen, also ich habe nichts zu meckern. Und die Geschichte vom Küstenchor spielt in Klütz. Das muss ich mir ausschreiben, ist ein kleiner Küstenort in Mecklenburg an der Ostsee und wir bekommen diesen Ort wirklich in den wunderbarsten Tönen sozusagen beschrieben. Wir treffen auf Britta, die in einem Hotel arbeitet, das über den Winter keine Saison hat und dann auch geschlossen hat und ihr Hoffnungsschimmer im Winter ist immer wieder ihr eigener Chor, zu dem geht sie schon über 20 Jahre. Immer am Mittwochabend und alle Chormitglieder sind auch irgendwie befreundet und verbringen sozusagen auch ihre Winterzeiten miteinander und jeder kennt jeden und es ist einfach mehr als nur ein Chor. Doch dann bricht der Chorleiter ab und oder weg, sorry, er bricht nicht ab, er bricht weg, weil er wegziehen muss beruflich und jetzt hat man hier natürlich das Problem, ein Chor ohne Chorleiter geht nicht und zudem steht auch eine Reise nach Finnland an, wo man an so einem Chorwettbewerb teilnimmt. Und gefühlt liegt aber der Chor und das Leben der Chormitglieder jetzt irgendwie in Scherben. Ich muss natürlich dazu sagen, dass das schon manchmal so Probleme sind, im Gegensatz zum vorhergehenden Buch, wo ich denke, naja, es ist halt ein Chor. Und ist das jetzt wirklich so dramatisch, wenn da der Chorleiter wegfällt? Also ich muss schon sagen, das Problem war schon für mich nicht ganz greifbar, einfach weil ich auch nicht in einem Chor singe und dementsprechend natürlich nicht weiß, wie wichtig so ein Chorleiter ist. Ich muss aber sagen, mich hat Janne Mommsen wieder gut unterhalten. Es ist jetzt nicht die absolute Highlight-Geschichte im Wohlfühlroman-Bereich, aber sie hat mich über die Zeit gut unterhalten. Es waren wunderbare Wohlfühlmomente dabei und ich finde, dass Janne Mommsen es eben einfach schafft, Orte wunderbar rüberzubringen, das Meer einem noch näher ans Herz zu bringen und eben auch einfach Geschichten mit Herz und Tiefgang zu schreiben. Und zudem kreiert er eben auch immer wieder ganz wunderbare Charaktere, die man irgendwie ins Herz schließt, die eben auch so Tiefgang haben, die eine Entwicklung mitmachen, denen etwas im Leben passiert, wo man im Grunde einfach mit dabei ist und das macht er wirklich richtig schön. Die Liebe zur Musik ist in diesem Buch natürlich sehr weit vorne, ist absolut greifbar, wird auch sehr gut erzählt, wie man eben Musik lieben kann. Manche Probleme sind natürlich schon realistischer, als der Chorleiter bricht weg und Katastrophen passieren. Es ist aber manchmal schon so ein bisschen sehr, ich sag jetzt mal Hanebüchen, ist mir da so ein bisschen durch den Kopf gegangen, weil ich dachte, ach, es kommt halt so ein Problem zum anderen und man denkt sich, man hätte manches Problem eben, also es ist schon, sind schon sehr einfache Probleme, die man auch irgendwie hätte umgehen können. Auch fand ich es diesmal ein bisschen schade, dass man doch mehr außenstehender war, als dass man irgendwie dabei war, was wohl auch einfach so ein bisschen wieder am Erzählstil lag, dass man hier eben aus der dritten Person was erzählt bekommt. Es ist halt immer nur das Gefühl, dass einem jemand was erzählt und nicht, dass man dabei ist. Und ich finde halt Bücher, und auch bei Janne Mommsen war das schon der Fall, wo man eher dabei ist, einfach ein bisschen schöner, weil man das Gefühl hat, man ist Teil der Geschichte und nicht nur jemand, der es erzählt bekommt. Britta war ganz okay, ich fand sie ein bisschen unnahbar und nicht so richtig greifbar, wurde mit der Geschichte auf jeden Fall immer besser, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsgeschichte, wie gesagt, von Janne Mommsen, aber es war eine schöne Wohlfühlgeschichte und ich finde, man muss
bei diesen Sternen ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig. Ich würde auf jeden Fall einen Thriller anders bewerten als einen High-Fantasy-Roman. Bei einem Liebesroman habe ich andere Kriterien, nach denen ich bewerte. Auch bei einem Wohlfühlroman kommt es einfach auf andere Dinge an als, keine Ahnung, bei einem Krimi. Deswegen finde ich Bewertungen immer so schwierig und ich bin ja auch keiner, der wirklich Sterne vergibt, außer auf Lovely Books. Es war eine schöne Geschichte und man kann sie sich definitiv anhören. Es ist jetzt kein Hör- oder Lesemuss. Aber wer einfach Lust hat auf Wohlfühlgeschichte und das auch gerne mal in Klütz, war das Klütz, macht, der kann da im Grunde einfach mal reinhören. Und bei einem halben Gutschein macht man jetzt zum Beispiel bei Audible auch nicht so viel verkehrt. Dann habe ich gelesen von Marlene May, Nebelwind, den ersten Teil einer Trilogie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, habe ich bei Lovely Books gewonnen und muss wirklich sagen, ich muss euch einfach nochmal dieses schöne Cover zeigen mit diesem wunderschönen Kolibri. Ich bin wirklich total verliebt. Ich habe schon bei den Neuzugängen gezeigt und gesagt und ich bin wirklich hin und weg, wie auch wirklich hinten so die Aufmachung ist und ja, optisch wirklich wunderschön. Und mir ist das Buch auch durch das Cover aufgefallen. Und dann habe ich mich wirklich sehr gefreut, als ich das ja, bei Lovely Books dann gewonnen hatte. Und Marlene und ich hatten jetzt auch schon Kontakt auf Instagram, was mich auch sehr freut. Von daher ganz liebe Grüße auch an dich, wenn du das Video jetzt siehst. Ja, wir haben hier einen Jugend-Urban-Fantasy-Roman, würde ich jetzt einfach mal so nennen. Und ich betone das Jugend, weil mir das tatsächlich gar nicht so klar war, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo mal stand, dass es ein Jugendbuch ist. Ich glaube tatsächlich eigentlich nicht. Aber ja, also es ist definitiv eher ein Jugendbuch und hat eben auch Fantasy-Elemente. Wir treffen auf Alyssa, ein junges Mädchen, welches im Grunde erstmal in unserer Welt lebt, dort die ein oder anderen kleinen Sorgen hat, noch zur Schule geht und ja, sich so ein bisschen mit der Familie rumschlägt. Doch eines Tages fällt sie in Ohnmacht und wacht fliegend in einer anderen Welt auf. Anfangs denkt sie noch, oh mein Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin hier irgendwie fremd, das ist bestimmt hier die Ohnmacht, ich liege im Koma, irgendwas stimmt nicht. Doch dann ja, merkt sie, dass sie doch irgendwie nicht aufwacht und dass sie hier in einem Wettbewerb teilnimmt und sie wird tatsächlich unter die Top 10 ja, der Kandidaten landen, denn sie hat scheinbar ein besonderes Talent im Fliegen. Und ja, die Top 10 der Sieger sozusagen, die werden hier in die Garde aufgenommen in dieser fremden Welt. Und ja, wir erfahren doch recht schnell, dass diese Welt etwas anderes ist, in der auch Gefahren lauern. Denn wir sind im Bakea. Ich glaube, man spricht, ja, ich würde es jetzt so aussprechen, Bakea. Und da herrscht doch so ein bisschen, ja, eine andere Logik der Welt. Denn es ist nicht alles so, wie es scheint oder wie wir und Alyssa es aus unserer Welt kennen, sondern es ist durchaus schon ein bisschen anders. Und dieses andere, Anderssein, andere war zu Beginn grandios. Ich muss ehrlich sagen, die ersten 100 Seiten habe ich so in einem Atemzug eingehaucht. Ich war total begeistert, ich war sehr angetan, es war innovativ, spannend erzählt, es hatte tolle Ideen, es hatte ja auch wirklich tolle Bezüge zu unserer Welt, Vergleiche dazu. Es war einfach so eine Welt, die erschaffen wurde. Diese Gedanken, dieser ganze Aufbau war wirklich großartig und hat mir super gut gefallen. Auch Alyssa, wie sie anfangs agiert hat, wie die ganze Welt um sie herum agiert hat, wie ihr die Welt erklärt wurde, wie auch so Vorurteile über Menschen erzählt werden und Alyssa sich so ein bisschen zurechtfinden muss, fand ich wirklich richtig, richtig toll. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin mit dabei, ich bin mittendrin, ich hatte genauso viele Fragezeichen wie unsere Protagonistin und auch wenn sie natürlich um einiges jünger ist wie ich und eben auch einfach eine Jugendliche, merkt man doch, okay, wir brauchen jetzt einfach alle ein bisschen Zeit, um in Bakea, in dieser Welt im Grunde anzukommen. Es ist eine tolle Welt mit vielen magischen Elementen, mit auch einfach diesen ganz interessanten, wie diese Welt erschaffen wurde, wie es auch einfach anders funktioniert als unsere Welt. Das hat Marlene May für mich wirklich großartig gemacht. Doch ich muss echt sagen, umso mehr ich in die Geschichte eintauchte, umso merkwürdiger fand ich Alyssas Verhalten. Sie hat irgendwie dann nichts mehr in Frage gestellt. Sie war irgendwie so mit einem Schwups in der Welt drin. Und ja, sie hat sich anfangs ein bisschen was erklären lassen, aber hat es dann irgendwie hingenommen. Sie hat auch keine Gedanken irgendwie mehr in ihre eigene Welt verschwendet. Und das fand ich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und nein, ich muss nicht eine Alice haben im Wunderland, die ständig nach Hause möchte, die alles ständig hinterfragt, weil das könnte durchaus nervig sein.
Aber ich weiß nicht, ob mal irgendwie so ein informatives, langes Gespräch geholfen hätte. Was weiß ich, so wie es Hagrid mit Harry führt. Ich würde es jetzt einfach mal so, na, dass man sich so auch mal in dieser Welt ankommt, alle Fragen irgendwie beantwortet werden und man es dann vielleicht irgendwie hinnimmt. Dennoch fand ich es wirklich komisch, dass sie es nicht groß hinterfragt hat und also auch kein Heimweh irgendwie mehr hatte. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, ob ich das so tun würde. Klar, kann man jetzt sagen, vielleicht ist eine Jugendliche wirklich einfach anders, flexibler, als ich es vielleicht mit meinem Mitte 30 bin, aber das hat mich so ein bisschen gestört. Dann kam auch nur so ein bisschen eine Love Story dazu und auch die habe ich nicht kommen sehen, geschweige denn, ja, auch nicht so richtig erwartet und ja, ich merke dann doch manchmal, dass ich wohl für Jugendbücher einfach ein bisschen zu alt bin. Weil wie diese Liebesgeschichte so passierte und auch in so einem Tempo und das, ja, weiß ich nicht, war irgendwie nicht meins. Was ich sehr schade tatsächlich fand. Und das ist dann so einfach eine Mischung. Man wird nicht mit der Protagonistin so richtig warm. Dann kommt noch diese Liebesgeschichte. Und dann ist die Welt drumherum zwar mega, aber das überschattet es so ein bisschen. Aber ich meine wirklich nur ein bisschen, das muss ich auch ehrlich sagen. Ich kann durchaus nachvollziehen, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Und ich kann es auch mit meinem etwas jugendlicheren Auge sehen und nehme es dann gar nicht so ernst. Aber ich habe halt bei dem Buch überhaupt nicht an ein Jugendbuch gedacht. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich habe auch nochmal geguckt, ob ich im Internet irgendwas dazu sah. Also mir war das überhaupt nicht bewusst. Und es wird, glaube ich, auch als Romantasy bezeichnet. Auch das war mir überhaupt nicht klar. Also, ich weiß nicht, irgendwie war da die Informationskette wohl nicht so richtig gegeben. Aber es ist eine tolle Geschichte, es ist eine tolle Welt, sie ist innovativ, sie ist spannend gemacht. Mit eben einfach so diesem Haken, dass ich mit Alyssa nicht so richtig warm wurde und auch die Liebesgeschichte dann in diesem Zusammenhang nicht ganz meins war. Das muss man einfach sagen. Zudem gibt es doch so manches Element, was mich gerade, was den Unterricht zum Beispiel angeht, doch so ein bisschen an Harry Potter erinnert und sogar so ein bisschen an Size erinnert von Neil Schusterman. Ja, es ist irgendwie großartig, grandios von der Welt, die erschaffen wurde. Und die Charaktere wirken dadurch einfach so ein bisschen platt. Und die hätte ich mir, glaube ich, einfach genauso cool gewünscht und tiefgründig, wie es die Welt ist. Ich glaube, dann wäre es eine perfekte Geschichte gewesen. So würde ich ihr, glaube ich, einen Stern abziehen, weil sie mich trotzdem sehr gut unterhalten hat, auf, ich glaube, 350 Seiten fast. Und es ja wirklich nur so, ja, diese Momente mit Alyssa so ein bisschen waren. Und ja, dennoch ist sie toll. Also jeder, der gerne Jugendbücher liest, ist, glaube ich, hier wirklich richtig. Wer auch Romantasy gerne mag und Jugendliebesgeschichten, ich merke halt nur, es ist nicht ganz meins. Und trotzdem finde ich es gut. Also ich glaube, das spricht eigentlich schon für das Buch. Aber ja, es war gut. Es war, also wirklich, die Welt ist grandios erzählt. Ich weiß noch nicht, ob ich weiterlesen werde. Ich glaube, das mache ich einfach so ein bisschen davon abhängig, wie mich vielleicht der Klappentext vom zweiten Teil anspricht. Aber alles in allem hat es mir Spaß gemacht. Und ja, ich habe die Seiten sehr genossen. Zwar manchmal so einen Augenrollmoment gehabt, aber ja, das habe ich ja durchaus öfter bei Büchern. Das letzte Buch der Woche habe ich dann am Samstag zwar eigentlich angefangen, aber am Sonntag eigentlich den meisten Teil gelesen, ist dann Das Mädchen, das in der Metro las von Christine Ferré-Fleury. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Und auch das Cover möchte ich euch zeigen, denn ihr seht hier wunderbare Buchstapel, Unmengen von Büchern. Und das ist natürlich absolut was mein Herz höher schlagen lässt. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, auch damals auf der Wunschliste und dann auf dem Sub gelandet. Habe ich auch schon knapp ein Jahr auf dem Sub und es wurde jetzt einfach Zeit, es davon zu befreien. Und am Wochenende hatte ich einfach Bock drauf und ja, dann habe ich dazu gegriffen. War ja auch gar nicht dick. Konnte man dann sozusagen auch an einem Nachmittag und so einem Drittelnachmittag im Grunde wegsuchten. Wir treffen auf Juliette. Sie sitzt jeden Tag in der Metro und taucht während der Fahrt von der Arbeit nach Hause und umgekehrt immer in andere Welten ab, in denen sie in Romanen liest. Jeden Tag ist alles irgendwie gleich. Es steigen die gleichen Leute ein und an der gleichen Stelle aus. Und ja, dieses Treiben beobachtet Juliette so ein bisschen und nimmt uns da auch mit. Doch eines Tages packt es Juliette und sie steigt nicht an ihrer normalen Station aus, sondern ich glaube zwei Stationen früher. Und dort trifft sie auf den Schrulligen, dem Namen haben wir aufgeschrieben, Soliman, mit seiner Tochter Seide.
oder Saide, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. In meinem Kopf habe ich es so ausgesprochen. Und ja, beide leben in einem Bücherstapel. Und beide sind auch davon überzeugt, dass jedes Buch bei der richtigen Person die Macht hat, das Leben des Lesers zu verändern. Und das klingt ja schon mal großartig. Und ja, so wird Juliette so ein bisschen zu einer Botin und lässt dem Schicksal dann auch ihren Lauf. Und so viel mehr kann man so diesen dünnen Büchlein eigentlich auch gar nicht erzählen, ohne dass man eigentlich zu viel hinwegnimmt. Ich habe einen Moment gebraucht, um in das Buch zu kommen. Der Anfang war schon so ein bisschen schwierig, gerade auch sprachlich. Schon so ein bisschen unfeiner, muss ich sagen. Aber als ich die Geschichte habe auf mich wirken lassen, als ich auch einfach mir weniger Gedanken gemacht habe, umso schöner ist es geworden. Es war dann richtig poetisch. Es hatte auch wirklich so was Leichtes, so was Feenartiges. Und auch die Charaktere mit ihrer Schrulligkeit haben mir wirklich gut gefallen. Ich fand auch wirklich so dieses Poetische, was so ein bisschen einen träumen lässt, richtig, richtig schön. Die Liebe zu den Büchern und der Literatur ist auf jeder Seite zu spüren. Also jeder Büchernerd wird Spaß an dieser Geschichte haben, weil einfach die Liebe, die man wahrscheinlich selbst zu Büchern hat, hier auf jeder Seite zu finden sind. Es wird auch unglaublich viel Bezug auf Bücher und Romane genommen und man hat so das Gefühl, dass die Autorin alle Bücher, die sie irgendwann mal gelesen hat und glaube auch einfach toll fand, in ihr eigenes Buch gepackt hat, was ich überhaupt nicht schlecht finde. Sprachlich fand ich es sehr gelungen. Nach den anfänglichen Problemen hatte ich überhaupt kein Problem mehr damit. Das war jetzt irgendwie kein schöner Satz, aber ich habe verstanden, was ich meine. Es war dann wirklich poetisch und so ein bisschen feinfühlig und so zart und ja, es hatte so diesen französischen Flair, der mir durchaus immer mal wieder sehr, sehr gut gefällt. Auch die wunderbaren Gedanken, die darin enthalten sind, haben mir wirklich beim Lesen viel Spaß gemacht. Also man kann da mit abtauchen, man kann sich dann doch ein paar Gedanken machen, man nimmt die Geschichten der Geschichten sozusagen in sich auf und man läuft eben mit Juliette so ein bisschen durchs Leben und ja, macht die Augen einfach ein bisschen größer und auf. Und ja, was ich mir allerdings tatsächlich ein bisschen gewünscht hätte, wäre ein bisschen mehr Tiefgang gewesen. Das wäre, glaube ich, dann noch für mich so dann zu einem Highlight geworden. Denn es war zwar schon richtig schön, aber an mancher Stelle war es dann doch einfach so ein bisschen, ja, zu seicht. Das muss man ehrlich sagen. Ich glaube, ein bisschen Tiefgang wäre schöner gewesen, auch ein bisschen Nähe wäre schöner gewesen und dass man so ein bisschen mehr dabei wäre. Aber es ist halt eine dünne Geschichte. Irgendwo muss man da natürlich sein Augenmerk drauflegen und man hat das hier eben einfach gemacht, so diesen poetischen Rhythmus zu haben. Und ich finde, das ist auch wirklich der Autorin. Ich hoffe, Christine ist in dem Fall eine Autorin. Ja. Man kann nie wissen. Ja, richtig schönes Buch, hat mir sehr gut gefallen und kann ich allen Büchernerds auch wirklich nur empfehlen. Also wir haben hier vorne zum Beispiel, sehe ich jetzt erst, Harper Lee, Wer die Nachtigall stirbt. Hier oben hatten wir irgendwo Homer mit die Odyssee. Virginia Woolf haben wir hier, Daphne du Maurier, Rebecca, oh, das habe ich auch noch hier. Ja, ist richtig schön. 100 Jahre Einsamkeit war auch ein richtig schönes Buch. Und ja, also sie hat hier wirklich ganz viele Bücher, nicht nur auf dem Buch, sondern auch im Buch. Und ja, kann ich empfehlen für alle, die so ein bisschen buchverrückt sind, wie ich auch. Und dann kommen wir auch schon zur Serie der Woche. Neben der vierten Staffel Downton Abbey, in der ich sozusagen auch noch mittendrin stecke, kam am Donnerstag letzter Woche die dritte Staffel von Stranger Things. Und ja, ich kann verstehen, eigentlich nicht, dass es Leute gibt, die diese Serie nicht so gut finden. Ich glaube, man muss einfach in Bezug zu den Themen haben, die die Serie hat. Ich glaube, die Serie funktioniert nicht so richtig alleine. Ich glaube ganz schön viel. Ich glaube zu wissen, wenn man ein Kind wie ich ist, was in den 80ern geboren ist, vielleicht auch ein bisschen älter ist oder auch ein bisschen viel älter, gerade die ganzen Grusel-Horrorfilme der 80er Jahre kennt und da einfach so ein Gefühl hat, so eine Emotion da hat, dass man dann einfach Spaß an der Serie hat. Denn bei Stranger Things sind wir mitten in den 80ern. Ich glaube, jetzt sind wir im Jahr 85. Die dritte Staffel spielt ein Jahr nach der zweiten Staffel. Die zweite spielt ein Jahr nach der ersten Staffel. Und die Geschichte wird im Grunde schon weitererzählt mit so einem anderen Spannungsbogen, mit anderen Dingen, die passieren. Es ist sehr viel Übersinnliches dabei. Es ist so ein bisschen Horror dabei, ein bisschen Grusel. Es sind Gedanken der 80er drin. Wir sitzen auch im Kino und gucken uns zurück in die Zukunft an. Finde ich großartig, diese Anspielung. Und es hat einfach den Flair der 80er. Also man sitzt mitten in den 80ern dabei. Die Leute haben kein Handy. Nein, sie greifen noch zum
Festnetztelefon, was an der Wand verankert ist. Es ist einfach irre. Also ich finde dieses Gefühl, was diese Serie auslöst, finde ich großartig. Ich selbst habe die 80er ja gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen. Aber es hat so ein bisschen ja, Nostalgie und so ein bisschen den Charme und Flair und einfach wie man es aus den damaligen Horrorfilmen kennt, die man halt auch damals geliebt hat. Und das waren halt auch die ersten Horrorfilme, die man gesehen hat, waren eben die in den 80ern gemacht wurden. Und das ist natürlich einfach so ein bisschen nach Hause kommen. Und das macht bei mir einfach so diese Freude an dieser Serie aus. Zudem liebe ich die Charaktere. Ich mag die vier Jungs, ich mag die etwas größeren Jugendlichen. Ich bin absoluter Fan vom Cop und der Mutter und ich liebe alle Charaktere. Ich finde die einfach großartig und Elfie darf man natürlich auch nicht vergessen, die was ganz Besonderes ist. Und das ist so diese Mischung und auch, dass so Themen aus verschiedenen Büchern, sage ich mal, und Filmen irgendwie so zu einem gemacht werden und dann wird aber doch irgendwie ein eigenes Ding draus. Das ist echt fantastisch und ich habe diese Serie wirklich weggesucht. Ich habe, glaube ich, am Donnerstag eine Folge geschaut, am Freitag zwei und Samstag auf Sonntag dann den Rest. Und dann war es irgendwie 1 Uhr und ich dachte, oh, jetzt hast du noch eine Folge, eigentlich könntest du schlafen. Und dann dachte ich, aber du verpasst ja morgen früh nichts, du kannst jetzt auch die letzte Folge mit 80 Minuten anschauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Huch, was ist los? Mäuschen blabbert mit. Es ist eine großartige Serie. Ich liebe sie. Ich finde alle Staffeln gleichermaßen stark. Es ist natürlich schon so, dass man eine Steigerung definitiv merkt in der Geschwindigkeit, in den Dingen, auf die Wert gelegt werden, dass das natürlich in der ersten Staffel doch so eher so zufällig war. Dass jetzt aber die Macher natürlich schon wissen, mit was können sie ein bisschen mehr oder weniger spielen. Die Musik ist der Hammer, die Charaktere sind toll, die Synchronisation ist grandios und einfach so diese ganze Idee ist geil. Also ich muss ich echt sagen, wirklich eine Hammer-Serie, die ich wirklich sehr, sehr, sehr liebe und die mir wirklich großen Spaß macht und absolutes Suchtpotenzial. Wer sie noch nicht kennt, schaut mal auf Netflix rein. Es sind immer gleich alle Folgen erhältlich. Also ihr könnt jetzt auch einfach mal mit der ersten Staffel anfangen. Man musste auf nichts warten. Es waren alle 8 Folgen, glaube ich, waren es jetzt auch direkt da und das war wirklich toll. Ja, mit Downton Abbey ging es dann in die 4. Staffel. Ich bin aber wirklich noch nicht fertig mit der 4. Staffel. Ich habe, glaube ich, noch 2 CDs, also ich bin so mittendrin. Man kann natürlich immer nur ein was tun. Also gerade bei schönem Wetter zieht es mich halt gar nicht an den Fernsehen. Es zieht mich dann auch nicht an eine DVD. Es zieht mich dann ja manchmal nicht mal so richtig an ein Buch. Wenn es draußen schön ist und man einfach die Zeit draußen verbringen kann, egal ob mit Freunden oder wie auch immer mit Familie, dann macht man das. Und deswegen wurde da auch ein bisschen weniger Serie geguckt und ja, so ist das manchmal. Aber dafür habe ich ja genug eigentlich anderes geguckt. Wenn ich schon kein Downton Abbey geschaut habe, dann zumindest Stranger Things. Und die neueste Folge This Is Us, die läuft ja nach wie vor immer montags auf 6. Und die gucke ich mir dann ja in der App an. Und da bin ich auf jeden Fall up to date. Und da versuche ich auch wirklich jede Woche so mit dabei zu sein. Und filmtechnisch kam die Woche nichts. Ich habe jetzt mal so einen Filmplan aufgesetzt, welche Filme so jetzt im nächsten Halbjahr kommen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, auf die Filme, die da draufstehen. Bin auch sehr gespannt, ob ich es da ein bisschen öfter ins Kino schaffe. Irgendwie, weiß ich nicht, war entweder so im ersten halben Jahr nicht viel in den Kinos. Oder ich habe es irgendwie verpasst, dann doch was lief. Aber ich freue mich jetzt aufs zweite Halbjahr, weil da sind wirklich einige Filme dabei, die mich interessieren und an denen ich dann auch hoffentlich Freude habe. Und ich glaube, mehr gibt es gefühlt auch gar nicht zu erzählen. Nein, ich habe, glaube ich, nichts irgendwie vergessen. Und ich habe nicht viel vergessen. Ja, mich interessiert jetzt natürlich, was ihr so ein bisschen gelesen habt. Wenn ihr Infos zu den Büchern sucht, findet ihr die natürlich auch unten in der Infobox. Schreibt mir auch gerne spoilerfrei natürlich. Vielleicht habt ihr ja auch schon die 3. Staffel von Stranger Things gesehen. Schreibt mir das gerne mal und lasst uns da ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Und natürlich auch, was ihr gelesen habt, ob ihr die Bücher kennt, die ich euch vorgestellt habe, ob ihr davon vielleicht auch eins schon gelesen habt. Immer her damit, würde ich mich sehr über den Austausch freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.